Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf das Gespräch von Sarah Wagenknecht mit Jan-Josef Liefers. Ich habe es mir im Vorhinein noch nicht angesehen. Also ich bin genauso gespannt wie ihr, was die beiden zu sagen haben. Das Gespräch ist auf YouTube relativ gut geklickt. Schon fast 300.000 Aufrufe. Also das schien auf großes Interesse seitens der Freunde von Sarah Wagenknecht bzw. Jan-Josef Liefers zu treffen. Die Kommentare sind auch sehr positiv. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch. Bevor wir anfangen, ein Hinweis in eigener Sache. Folgt mir bitte auf Rumble. Da bin ich unter Agitator der sozialen Marktwirtschaft zu finden. Und auf Odyssee. Auf Odyssee habe ich zwei Kanäle, nämlich Agitator der sozialen Marktwirtschaft und die sekundäre Agitation. Folgt mir bitte auf diesen beiden Plattformen, damit wir von YouTube unabhängiger werden. Nur etwa, ein halbes Prozent bis ein Prozent oder 1,5% meiner YouTube-Zuschauer schaffen es, auf Odyssee und Rumble zu kommen. Ich meine, ihr seht hier die Abonnentenzahlen. Ich hatte letztens gesagt 5 bis 13%. Da habe ich mich tatsächlich um eine Null vertan. Es ist tatsächlich gerade mal 1% meiner Zuschauer, was es schafft, mir auch auf Odyssee und Rumble zu folgen, was echt ein bisschen wenig ist. Ihr könnt auf vor allem auf Odyssee noch viele, viele andere Kanäle finden, denen ihr auch folgen könnt, die auch auf YouTube sind, die auch sich dort synchronisieren. Das heißt, schaut bitte auf Odyssee, schaut bitte auf Rumble vorbei, einfach damit wir unabhängiger von YouTube werden. YouTube strikt, zensiert und demonetarisiert ziemlich willkürlich Kanäle. Und um dieser Willkür etwas ausweichen zu können, müssen wir auch auf andere Plattformen setzen. Ich setze auf Odyssee und Rumble. Bitte folgt mir dahin. Aber das war es auch schon genug mit diesem Hinweis, den ich jetzt einfach an den Anfang jeder meiner Reaktionen stellen werde, weil die Zuschauer irgendwie nicht auf mich hören wollen. Keine Ahnung, vielleicht sind sie zu träge, vielleicht überhören sie es. Es ist ja auch egal. Auf jeden Fall sage ich das jetzt einfach jedes Mal, damit einige Leute mir da folgen. Das hat zumindest mal einigen Erfolg. Also es ist besser, als es einfach nur zu verlinken und es nicht zu erwähnen. Aber ja, ich würde sagen, damit beginnen wir auch schon mit der Reaktion. Ich versuche keine zu haben. Ich glaube nicht an Angst in dem Sinne, dass es etwas ist, was uns aus unserer Situation rausführen kann. Es ist eher was, was uns einsperrt. Angst ist ein Gefängnis. Angst ist irrational. Angst macht uns lenkbar, macht uns klein, unkreativ. Und das versuche ich alles nicht zu sein. Es ist ein diffuses Gefühl. Sarah, fällt dir das auf? Dass die Deutschen anders miteinander reden? Hast du das Gefühl, es gibt mehr Maulkörbe, als frei seine Meinung zu sagen? Es gibt ja auch mehr Druck. Also das ist ja ganz objektiv so. Wenn man sich auch die politische Debatte anguckt, sobald man irgendetwas sagt, was nicht so der Regierungsmeinung entspricht, dann wird man sofort sehr schnell in eine Ecke gestellt. Das kann man aus unterschiedlichen sozialen Situationen heraus ertragen oder auch nicht. Also wenn ich jetzt als Politikerin etwas sage und es fallen alle über mich her, okay, das geht, dafür werde ich ja nicht sozusagen sozial in die Ecke gedrängt. Aber wenn ich zum Beispiel als Lehrerin oder als ständig befristeter Assistent an einer Uni arbeite oder auch als freier Journalist oder auch als Schauspieler, der vielleicht nicht so bekannt ist, der immer wieder Rollen braucht, dann überlege ich mir natürlich, sage ich noch Dinge, mit denen ich anecke und bin am Ende vielleicht meinen Job los, stehe am Ende ja sozial wirklich in einer ganz schwierigen Situation da. Und ich finde, das ist für eine freie Gesellschaft wirklich unerträglich, dass es diesen Konformitätsdruck gibt. Und das fing zuerst nach meinem Empfinden am schlimmsten in der Corona-Zeit an. Also da ist es ja richtig massiv gewesen. Aber wir haben es jetzt bei vielen Themen, ob das die Frage Krieg und Frieden ist, ob das auch die Debatte über Klimaschutz ist, wo auch, sag mal, auch eine offene, also klar bin ich auch der Meinung, dass man den Klimawandel bekämpfen muss, aber schon die Offenheit dafür, wie man das tut. Dass man ganz schnell ein Klimaleugner, also erst war mal ein Corona-Leugner, dann ist man ein Klimaleugner. Das sind auch alles so Chiffren, so dumme Kategorien, die eigentlich nur dazu da sind, Stempel zu verteilen. Und ja, damit natürlich auch die Angst vor Ausgrenzung. Menschen wollen nicht draußen stehen. Also selbst wenn sie sozial nicht nur Angst haben, sie wollen ja auch nicht in der Ecke stehen. Ich merke mal, wenn sich Gesellschaften schließen, also nicht ganze Gesellschaften, aber Gruppen, da gibt es immer ein starkes Thema und dann gibt es das ist das Gegenteil der offenen Gesellschaft, ist dann, wenn sich die Kreise schließen und dort kommst du gar nicht rein,
wenn du in irgendeiner Form nicht mit all dem übereinstimmst, was da für richtig befunden wird. Das ist einfach eine Form des Autoritarismus, oder? Ja, und das funktioniert bei Ausgrenzung. Ja. Und die ist natürlich, gibt es viele Menschen, die an vielen Stellen immer sagen, ist doch völliger Quatsch, du kannst doch hier alles sagen, was du willst. Schon alleine, dass wir hier reden und dass du hier in dieser Talkshow sitzt oder wo auch immer. Und das alles sagen kannst, kommt hier jemand und legt dich in Ketten? Nein. Und, ja, das ist auch schon das dümmste Argument. Wir sehen ja eine immer stärkere Einschränkung der Meinungsfreiheit, dass man die Sachen noch sagen darf, dass man sie ansprechen darf. Immer seltener zwar, aber das ist ja ein Zustand, der aufrechterhalten ist, beziehungsweise der definitiv ausgebaut werden sollte. Dieses Argument, so lange bis man in einer kompletten Diktatur ist, kann man dieses Argument ja immer bringen. Ja, du darfst doch sagen, was du willst. Also das hat ja Idi Amin auf die Spitze geschrieben mit, der hat gesagt, ich garantiere für die Freiheit der Rede, aber ich garantiere nicht für die Freiheit nach der Rede. Also dieses, wie gesagt, völlig bescheuerte Argument kannst du bis dahin auf die Spitze treiben. Jeder kann frei seine Meinung sagen, aber ich garantiere halt nicht für das, was danach geschieht. Ja, das stimmt natürlich. Also man wird jetzt nicht in Ketten gelegt. Aber es gibt ja andere Formen der, ich nenne es mal Strafe. Ja, das tut man ja nicht straflos. Das tut man eben nicht mehr straflos. Also du kannst nicht mehr überall offen reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist, weil du damit rechnen musst, bestraft zu werden, nicht mit Gefängnis, aber mit Ausgrenzung und mit Ächtung oder du wirst halt so wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Ich habe zwei Sachen gelernt. Ich habe erstens etwas gelernt, das mich an die DDR erinnert hat. Ich weiß, das hört niemand gerne hier im Westen, wenn man mit diesem Vergleich kommt. Aber es hat mich daran erinnert. Und zwar, ich fand immer, künstlerische Aktionen waren in der Diktatur, wie sie die DDR ja war, hatten immer eine große Wirkung, waren immer sehr wirkungsvoll, wurden sehr ernst genommen und es wurde auch entsprechend darauf reagiert. Im Westen hatte ich den Eindruck, dass man alles sagen kann, jederzeit, gar kein Problem, aber auch so ein bisschen diese Freiheit der Wirkungslosigkeit spürte. Klar kannst du alles sagen und alle sagen, okay. Also Pluralität als Kleister, der sich überall drüber gelegt hat und so richtig drang man nicht durch. Ja, also wenn man alles darf, dann darf man eben einfach alles, dann ist es auch nicht mehr so ein Aufreger. Und auf einmal war es wieder so, wie ich es von früher kenne, du hast was gemacht und es wurde extrem hart und kontra drauf reagiert, speziell von den großen Medien. Das ist übrigens ein Zeichen der Schwäche. Wenn alles gesagt werden kann, ohne dass es Konsequenzen hat, dann hat das System noch genug Rückhalt, dass Kritik folgenlos bleibt. Wenn die Machthaber, die das Gefühl haben, dass sie Kritik derart hart bekämpfen müssen, dann ist das kein Zeichen von Stärke, dann ist das ein Zeichen von mangelndem Rückhalt in der Bevölkerung. Also Repression ist meistens eine Folge davon, dass Machthaber die Bevölkerung eben nicht von ihren Plänen überzeugen konnten. Vielleicht von einigen Leuten, die dann halt empört waren drüber. Und das bestimmte den Tenor. Und nicht umsonst hat ja die Hälfte der Leute, die damals dabei waren, sofort zurückgezogen, also widerrufen. Und ich habe einen riesen Fehler gemacht. Das war ja nicht, weil die plötzlich ihre Meinung grundlegend geändert hatten, sondern hat ja zum weil sie auf mit diesem Druck nicht klar kam, der da von vorne auf sie einschlug. Sarah kennt das ja vielleicht auch ein bisschen von dem Friedensmanifest, was du mit Ali Schwarzer und den anderen gemacht hast. Da bekamst du ja auch einen unglaublichen Gegenwind, auch medial. Guck mal, warum die singen da Imagine von John Lennon und entweihen das etc. pp. Aber ist es nicht wichtig, dieser Störenfried zu sein, wenn alles überkleistert ist, mit dem es wird schon alles gut, das ist auch mal zu zeigen. Ich bin gern der Störenfried, wenn sich Mächtige quasi arrangiert haben unter sich und der Rest des Landes irgendwie keine Stimme mehr hat und auch nicht mehr zu Wort kommt. Aber trotzdem wünsche ich mir schon, dass es irgendwie ein Mindestmaß einer sachlichen Debatte gibt. Und das war eben auch gerade damals, seitdem hat man mir den Stempel aufgedrückt, wirklich auch systematisch, das ist ja diese sogenannte Framing, also dass man Leuten durch Wiederholung ein Image gibt, was sie ganz schwer loswerden. Ich bin seitdem irgendwie die Putin-Freundin. Ich habe mit diesem Mann nichts zu tun, ich finde den einen Auto. Das fand ich sehr interessant. Ich war ja bei einem Streamer bei Jay Riddle im Gespräch zuletzt und das war auch total freundlich und wir haben eigentlich so gut wie gar nicht über Außenpolitik geredet. Und nur dadurch, dass ich gesagt habe, dass ich das BSW unterstütze, also das Bündnis Sarah Wagenknecht,
gab es mehrere Leute, die dann in den YouTube-Kommentaren geschrieben haben, das ist total pro-russisch, da merkt man, wie nah die Putin stehen. Und ich dachte, Hilfe, wir haben doch gar nicht über Außenpolitik geredet. Also sobald die Leute BSW hören, denken sie sofort, die sind pro-russisch. Obwohl es dafür ein Programm und nirgends irgendeinen Beleg gibt. Das ist einfach ganz miese Propaganda, die gegen diese Partei gemacht wird. Und die durch Wiederholung bei einigen Leuten, die sich eben nicht aus genug alternativen Quellen informieren, die dort leider verfängt. Autokratischen Machthaber, ich habe auch keine Sympathie fürs russische System. Aber alleine, dass ich das... Das merke ich auch immer, wenn ich bei Imp zu Gast bin. Also da gibt es einige Leute im Chat oder in den YouTube-Kommentaren, die sich wirklich nur aus den Öffentlich-Rechtlichen, nur aus den Altpapiermedien informieren, die gar nicht mal bereit sind, über den Tellerrand zu blicken und die alles, was ein bisschen vom offiziellen Narrativ abweicht, gleich als russische Propaganda oder so diffamieren. Also das fällt mir wirklich sehr häufig auf. Sobald ihr in die Nähe von so einem Mainstream-Publikum kommt, da gibt es wirklich einen kleinen Teil der Leute, der sich extrem leicht indoktrinieren lässt und das dann quasi als seine innerste Überzeugung annimmt, ohne dass er genauso verstanden hat, was er da überhaupt verteidigt. Also das Gefühl habe ich sehr häufig. Überhaupt erläutern muss, ist ja schon irgendwie ein Problem, weil sie immer mich, wenn man sagt, okay, der Ukraine-Krieg, eigentlich wissen das alle. Irgendwie wissen es eigentlich alle. Der wird nicht militärisch beendet werden können, weil die Ukraine den militärisch nicht gewinnen kann. Also muss er durch Verhandlungen beendet werden. Wenn man das ausspricht, ist man plötzlich ein Putin-Troll. Selbst der Papst wurde in diese Ecke gestellt. Alle Selbstläufen Mütze nicht. Also die SPD, die Partei, die bisher jede Waffenlieferung an die Ukraine früher oder später durchgewunken hat. Selbst der hat gesagt, ja, man muss diesen Krieg langfristig mal ist doch nicht so gut, wenn da hunderttausende Leute sterben. Selbst der war danach Putin nah. Also die Debatte, die ist völlig irre und völlig zugunsten der Kriegstreiber verzerrt. Werden in eine Ecke gestellt. Und das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass wir eigentlich in einer liberalen Gesellschaft darüber diskutieren sollten, welche Optionen haben wir, welche Wege haben wir, erstens dieses Sterben zu beenden. Und das ist ja schrecklich, was sich jeden Tag dort an der Front abspielt. Aber zweitens auch, was ist geboten, um zu verhindern, dass der Krieg sich ausweitet? Wir wollen ja nicht einen großen Krieg in Europa haben. Und immerhin wird ja jetzt schon über Bodentruppen geredet. In Deutschland wird über Taurus-Raketen geredet. Also es ist, wir werden ja immer weiter reingezogen. Schulen einen Kriegsunterricht. Ja, das fand ich. Also als Schüler jetzt schon mental wie in China darauf vorbereitet werden, wie es wäre, wenn ein Krieg kommt. Das ist natürlich absurd. Nicht nur China, in der DDR gab es das. Also das hat mich jetzt wirklich daran erinnert, weil ich habe damals in dieser vormilitärischen Ausbildung meinen Studienplatz verspielt, weil ich nicht gerne mit irgendwie Gasmasken auf der Erde rumkrieche. Und ich hatte dann da Schwierigkeiten. Und ehrlich gesagt, dass wir jetzt wieder über diese Frage überhaupt reden, ich meine, es ist ja noch nicht so weit, es gibt ja noch nicht solche Ausbildungen, aber es ist überhaupt ein Klima in der Gesellschaft entstanden und es werden Diskussionen geführt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich hätte mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass wir auf diese Art und Weise diese Fragen auch von Krieg und Frieden oder Verhältnis zu Russland, Waffen, Aufrüstung, dass wir das wieder so diskutieren. Also das ist erschreckend, finde ich. Ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Ich hatte auch so die Hoffnung, man gleitet so entspannt und fröhlich ins Rentenalter und guckt da mal, was man später noch so macht. Dass es nochmal so ins Kontor haut, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber es hat natürlich auch, ich meine, wir haben auch offenbar keine Kenntnis mit diesen Mechanismen, die dann in Gang setzen. Also wenn man zu dir sagt, du bist eine Putin-Freundin zum Beispiel, dann ist das wahrscheinlich nicht wirklich so gemeint, dass die denken, du trinkst mit dem Tee. Die sagen einfach nur, wir wollen doch nicht, dass der... Genau so meinen das viele Leute, die komplett indoktriniert sind. Die werfen dann einem sogar finanzielle Verbindungen zu Russland vor, die werfen einem vor, von Russland bezahlt worden zu sein, dass es dafür einen Beleg gäbe. Das hat man ja auch jüngst bei dieser Affäre um die AfD-Abgeordneten wie Peter Bistron gesehen, wo es keine Belege gab, dass der von Russland finanziert wurde, aber das von zig Mainstream-Medien weiterverbreitet wurde und unglaublich viele Leute das einfach geglaubt haben. Weil viele nur die Überschriften lesen und denken, das wird schon stimmen. Also es ist wirklich unglaublich, wie leicht sich viele Leute manipulieren lassen. Dort als Sieger vom Platz geht und jeder, der das nicht bis zum Schluss einfach so eng mit diesem Keil da mit reintreibt in die Zeit, die vor uns liegt, der
öffnet sozusagen, macht sozusagen eine Bresche auf für. Ne? So. Das meint man wahrscheinlich damit. Und man hat ja auch gesagt, wenn du das oder das oder das sagst, dann sprichst du die Sprache dieser Leute, mit denen wir doch nichts am Hut haben wollen. Und aber man muss damit mal klarkommen. Man muss damit mal klarkommen, dass 2 + 2 ist einfach 4. Ist mal ganz egal, wer das sagt. Du kannst dich nicht in eine Diskussionskultur begeben, in der man das nicht mehr sagt, weil es vielleicht jemand von der AfD oder sonst wo auch sagen würde oder Putin oder sonst wer. Das ist ja Unsinn. Wir müssen damit klarkommen, dass die Welt eine hochwidersprüchliche Angelegenheit ist und dass wir mit diesen Widersprüchen auch in uns klarkommen müssen. Ich bin ja noch nicht mal jeden Tag mit mir selber im Klaren, im Reinen. Auch ich habe mit mir zu kämpfen. Warum sollte es mit jemand anderem anders sein? Und das wieder als das Normale zu sehen. Ich komme ja aus einer Zeit, wenn da einer eine andere Meinung hatte oder irgendwie so muffelte darum, dann wurde der nicht verstoßen oder rausgeschmissen, sondern hieß es, komm mal her, bring mal noch ein Bier. Dann sollte der sich da hinsetzen und ein Bier trinken und mal seinen Schnack da erzählen, weil man hatte instinktiv das Gefühl, ich werde hier hinterher schlauer sein, als ich vorher war, auf gar keinen Fall dümmer. Lass dir doch mal reden, das ist doch interessant. Das ist fast. Ja, absolut, das sehe ich genauso. Also gerade wenn jemand eine komplett andere Meinung hat als die eigene, dann ist es interessant, ihm zuzuhören. Also deswegen rede ich ja auch so gerne mit sehr extremen Positionen. Was interessant ist, diese Sichtweise mal kennenzulernen und auf die Argumente einzugehen. Mal zu schauen, ach, wie verstehen die Welt? Und ja, eventuell hinterfragt man dann sein eigenes Weltbild, eventuell fühlt man sich dann bestätigt, wenn man merkt, okay, dieses andere extreme Weltbild, das ist jetzt tatsächlich Unsinn. Weil gerade Positionen, die sehr abseitig sind, mit denen lohnt es sich doch zu beschäftigen, weil man da ganz viele grundlegende Annahmen grundlegend wieder in Frage stellt. Komplett verschwunden, weil wir uns nur noch so verkürzt auch in so einer Kampfsprache befinden, die in Corona ganz schlimm geworden ist. Ein bisschen zu wirklich krassen Kraftausdrücken, um Menschen zu beschimpfen und auch zu diffamieren. Das ist eine völlige Sackgasse, in der wir da landen und da geht es auch nicht raus. Und das hat auch mit Demokratie nichts mehr zu tun, mit einer reifen Demokratie, gar nichts zu tun. Wie schafft man es, diese Ehrlichkeit wieder hinzubekommen, zu sagen, es ist doch aber nur ehrlich, darüber nachzudenken, ob es nicht endlich mal einen großen Arbeitskreis Diplomatie gibt, der sich nur ausschließlich mit Russland und der Ukraine beschäftigt. Aber davon sieht man und hört man nichts. Wenn ich Frau Baerbock zuhöre, habe ich das Gefühl, dass sie eher auf der Seite der Förderer von Militär steht, als auf der Seite der Verhinderer. Oder siehst du das anders? Du bist ja viel dichter im Politikgeschehen, als wir das alle sind. Ja, sie setzen ja alle. Sie setzen ja nur auf militärische Lösungen. Also aber warum? Was denkst du? Wovor haben sie Angst? Also sie haben ja selber Angst, offensichtlich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen. Ich weiß nicht, ob sie die Geschichten, die sie uns erzählen, selber glauben. Also die Geschichte, die sie erzählen, ist ja relativ einfach. Die Geschichte lautet, wenn wir Putin nicht in der Ukraine stoppen, dann überfällt er morgen Polen und übermorgen ist er vor dem Brandenburger Tor. Das ist ja die einfache Geschichte. Das ist ja wieder auch die Urangst, das die damit auch wir erzeugt aus den 60er Jahren. Ja, der Russe steht vor der Tür. Genau. Der steht wieder fast vor der Tür. Und ich meine, natürlich, es gibt ja in Russland, natürlich gibt es teilweise Stimmen, die mich auch erschrecken. Also es gibt Leute dort, die da als Theoretiker firmieren, die darüber spekulieren, man müsse dem Westen mal wieder Angst vor der Atombombe machen und sie präventiv einsetzen. Solche Debatten gibt es. Also ich will nicht so tun, als gäbe es das nicht. Aber das hat ja auch etwas damit zu tun, dass diese Konfrontation immer schärfer geworden ist. Und in der Vergangenheit muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, also dass die NATO an die russische Grenze, bis an die russische Grenze grenzt, hat nicht damit zu tun, dass sich Russland ausgedehnt hat, sondern es hat sich die NATO ausgedehnt. Und es gab doch immer wieder auch Versuche, auch von westlichen Diplomaten. Die NATO hat sich übrigens nicht friedlich ausgedehnt, weil die Länder das so gerne wollten. Nein, davor gab es zahlreiche Farbrevolutionen in den Ländern, in denen sich die NATO dann ausgedehnt hat. Oder Angriffskriege, wie im Fall des Kosovo. Also das war ein Angriffskrieg der NATO, um eine völkerrechtswidrige Sezession zu erzwingen. Das ist da passiert. Also dieser Mythos von die NATO verhält sich doch nur friedlich und die Länder, die haben Angst vor Russland und deswegen schließen sich freiwillig der NATO an, die stimmt einfach nicht. Die Länder schließen sich der NATO an, weil sich westliche Staaten sehr stark, also zum Teil, weil sich westliche Staaten sehr stark in deren Innenpolitik eingemischt haben. Wir sehen das gerade in Georgien, wo zahlreiche westliche Politiker hinreisen und wo EU-Politiker der georgischen Regierung ja sogar damit drohen, dass sie ja wisse, was Robert Fico passiert sei, also dieser slowakische Ministerpräsident, auf den Attentat verübt wurde.
Da hat ein EU-Politiker der georgischen Regierung gesagt, ja, ihr wisst doch, was mit Robert Fico passiert ist. Wollt ihr, dass euch das auch passiert? Also das sind wirklich Mafia-Methoden, mit denen westliche Politik operiert. Und das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel, wenn es um ehemalige Sowjetrepubliken geht. Also die USA, die drohen regelmäßig Staaten, die sich nach Meinung der USA zu eng an Russland wenden, mit Konsequenzen bis hin zum Regime-Change. Das ist der völlig normale Modus operandi westlicher Außenpolitik. Und dass sich Russland davon, nun ja, bedroht fühlt, das kann man meiner Ansicht nach sehr gut verstehen. Aber eben auch von der russischen Führung, wenn ich daran denke, damals, das war noch ein anderer Putin, der im Bundestag geredet hat, das war doch die ausgestreckte Hand und die ist zurückgewiesen worden. Also wir sind ja auch in diese Extremkonfrontation immer mehr hineingetrieben worden. Aber wenn man uns jetzt erzählt, also wir müssen jetzt mit allen Mitteln die Ukraine befähigen, diesen Krieg zu gewinnen, was ja auch immer gesagt wird. Erstens ist das absurd, sie wird ihn nicht gewinnen, es sei denn, die NATO würde offen eingreifen in diesen Krieg und dann haben wir einen Weltkrieg. Dann haben wir tatsächlich das Problem. Dann haben wir tatsächlich die Konfrontation mit Russland auf einer globalen Ebene. Aber ansonsten besteht meines Erachtens ja gar nicht eine realistische Möglichkeit, dass eine Armee, die daran gescheitert ist, Kiew einzunehmen, jetzt demnächst vor Berlin steht. Also das ist ja auch ähnlich wie bei Corona. Hier wird auch eine irrationale Angst geschürt. Und natürlich Angst ist ja, das hat wahrscheinlich auch die Evolution ein bisschen so herbeigeführt. Wenn Menschen Angst haben, dann wollen sie eigentlich nur weglaufen. Sie denken aber nicht mehr nach. Also weil in einer realen Gefahrensituation ist es ja auch rational, einfach wegzulaufen und nicht mehr nachzudenken. Das heißt, Ängste schalten das rationale Denken aus. Wenn ich Angst habe, bin ich führbar. Also wenn ich eine Gesellschaft will, wo die Menschen nicht mehr eigensinnig sind, wo sie nicht mehr ja, auch einen eigenen Kopf haben, sich auch nicht mehr auflehnen, muss ich ihnen massive Angst machen. Wenn sie Angst machen, kann ich sie führen, weil sie dann eben, dann hören sie auch drauf, dann wollen sie auch nicht mehr diskutieren. Dann wollen sie einfach, dass ihnen jemand sagt, wo es lang geht und dann gehen sie hinterher. Und das war bei Corona ja ganz massiv. Man wollte eben, man hat die Gesellschaft, das ist ja inzwischen in Papieren sogar belegt, quasi in eine Angststarre versetzt, damit man diese ganzen Lockdowns und Maßnahmen durchsetzen kann. Und erst im Nachhinein wird ja darüber diskutiert, wie verrückt waren wir eigentlich, die Schulen ewig zu schließen. Damals ist das kaum Gegenstand der Debatte gewesen, weil alle hatten... Ja, die Bevölkerung durch Angst zu kontrollieren, das hat man schon immer so gemacht. Das hat man im Kalten Krieg gemacht, als man gegen die Sowjetunion der Kalte Krieg war ein Andauerungskrieg, als man den rechtfertigen musste, als man diese extreme Aufrüstung rechtfertigen musste, da hat man den Leuten Angst vor dem Kommunismus gemacht, der völlig fern war. Die Sowjetunion hat eine relativ defensive Außenpolitik betrieben. Die Sowjetunion war nie auf einen Angriffskrieg gegen den Westen bedacht. Trotzdem hat man den Leuten Angst gemacht und ihnen gesagt, ja, die Gesellschaft, wir brauchen diese Militarisierung, wir brauchen diese Aufrüstung, wir brauchen beispielsweise die NATO-Nachrüstung, wir brauchen diese neuen Sicherheitsgesetze, denn der Kommunismus kommt. Es ist gut und richtig, dass die USA in zig Schwellenländern irgendwelche Militärinterventionen fahren, die wir hier unterstützen, denn es droht ja eine weltweit sich ausweitende kommunistische Verschwörung. Das war ja tatsächlich der Modus, in dem damals Politik gerechtfertigt wurde. Oder im Krieg gegen den Terror. Also so kleine Organisationen wie Al-Qaida, wie die Taliban, die wurden plötzlich zu einer globalen Drohung hochstilisiert, nachdem sie von den USA finanziert worden waren. Al-Qaida wurde von den USA anfangs finanziert und mitgegründet. Ohne die Programme der Amerikaner damals in Afghanistan, um gegen die böse Sowjetunion zu kämpfen, hätte es diesen islamistischen Terror in der heutigen Form nie gegeben. Aber ja, der hiesigen Bevölkerung wurde dann vor diesem Terror, der, wie gesagt, ohne westliches Geld gar nicht existent gewesen wäre, riesen Angst gemacht. Schaffe ein Problem, mache den Leuten Angst davor und sie werden beherrschbar. Sie akzeptieren plötzlich Kriege, die sie vorher nie akzeptiert hätten. Sie akzeptieren plötzlich Sicherheitsgesetze, Massenüberwachung, die sie vorher nie akzeptiert hätten. Also der Abbau unserer Grundrechte, der ist ja massiv durch den Krieg gegen den Terror vorangetrieben worden. Viele Maßnahmen, durch die heute der Rechtsstaat immer weiter eingeschränkt wird, die heute jeder normale Bürger zu spüren bekommt, die wurden im Krieg gegen den Terror eingeführt, weil die angebliche Bedrohung durch islamistische Gewalttäter ja so hoch sei. Also das sind alles Dinge, durch die die Menschen kontrollierbar werden. Ja, mache der Masse Angst, dann wird sie beherrschbar. Da hat Sarah Wagenknecht völlig recht. Angst, Kinder galten als Pandemietreiber, denen noch das schlechte Gewissen eingeredet wurde, dass sie vielleicht ihre Großeltern umbringen. Und in der Situation haben alle gesagt, natürlich müssen die Schulen geschlossen werden. Also Angst heißt, ich denke nicht mehr eigenständig
Und das stabilisiert zunächst mal Machtverhältnisse. Das ist so. Aber wollen wir eine Gesellschaft, die eben auf einer solchen, auf solchen Mechanismen von Macht beruht? Das ist zumindest nicht die Idee von Demokratie und von Liberalität. Und lass mich eins kurz noch dazu sagen. Ich weiß nicht so genau, ob die Angst jetzt wirklich ist, dass Putin dann über Polen nach Berlin einmarschiert. Ich glaube, es betrifft auch eher die Nachbarländer im Norden Russlands. Und ich habe es nicht ganz so, für mich liegt die Sache nicht ganz so klar, weil ich natürlich auch so ein bisschen, am Ende ist die Frage, die, was ist mir wichtiger, Freiheit oder Frieden? Es gibt natürlich auch, natürlich ist Frieden Voraussetzung von Leben, von Entwicklung, von allem. Aber ich sag mal, der Frieden in der DDR war nicht so wichtig, dass man nicht doch am Ende große Teile der Bevölkerung auf der Straße sah, die für Freiheit, denen Freiheit wichtig war. Zum Frieden dazu. Mhm. Und im Idealfall haben wir beides. Wir leben in Freiheit und in Frieden. Mhm. Wenn man aber eins nicht haben kann, wenn jemand versucht, sozusagen seinen Stiefel irgendwie auf unser Land zu setzen oder unsere Existenz oder wie auch immer, dann ist es vielleicht auch wichtig, mal zu kämpfen. Deswegen, ich will das nur mal sagen, weil ich damit nicht, ich habe es nicht ganz so leicht. Klar könnte man sagen, ihr seid ja viel weniger, ihr seid 4 Millionen und überhaupt, wie wollt ihr das denn jemals gewinnen? Das ist ungewinnbar, aber es gab auch immer wieder Beispiele für die, das ist schon auch, ich kann das nachvollziehen, ist mir nicht völlig fremd, das will ich dazu sagen. Ich denke auch, dass man am Ende, jeder Krieg endet mit einem Friedensvertrag, mit irgendeinem Vertrag und oder halt mit einem, dass ich mir das einsacke. Das stimmt schon und das ist der Gedanke, dass jede Kugel, die man produziert, dafür gedacht ist, in irgendeinem Kopf zu stecken, von irgendeinem jungen Mann, der eine Uniform anhat und ansonsten nicht gefragt wird. Das ist etwas, das darf man auch nicht vergessen. Also ich finde auch bei allem Geschrei nach Waffen und allem drum und dran, muss man sich klar machen, was man damit auf sich lädt, auch an Verantwortung und möglicherweise vielleicht auch an Schuld. Nämlich am Tod von, ja, wir wissen es nicht genau, wie viele Leute fallen an dieser Grenze jeden Tag, das weiß man nicht. Diese Zahlen gibt es nicht und man kann sie sich nur vorstellen, aber man kann sie vielleicht vergleichen mit anderen Konflikten. Das wollte ich noch dazu sagen. Und ja, Angst. Ja, bevor er zu seinem nächsten Punkt kommt, möchte ich mal eine Frage aus dem Chat beantworten. Ernst gemeinte Frage. Glaubst du, du kennst die Erklärung, warum die Rechten wissen, was läuft und gespielt wird? Linken Mainstream sagen, alles, was die Rechten sagen, stimme nicht. Erstmal würde ich diese Frage so pauschal zurückweisen. Also was heißt, was gespielt wird? Also das impliziert ja, einer besäße die absolute Wahrheit und wisse, was gespielt wird. Das, ja, aber dass bei den Rechten mehr realpolitisches Verständnis dafür da ist, was die Regierung gerade bezweckt, das mag stimmen, aber beispielsweise in der Wirtschaftspolitik. Da ist das bei den Rechten nicht da. Nehmen wir den Nahostkonflikt, wo auch eine Eskalationspolitik, wie sie auch die AfD gerade fordert, wo immer mehr Waffenlieferungen ja nicht in deutschem Interesse sind. In deutschem Interesse wäre es auch dort für Frieden zu sorgen. In deutschem Interesse wären bessere Beziehungen beispielsweise mit dem Iran. Also da kapieren die Rechten ja auch nicht, was gespielt wird. Aber mal darüber hinweggesehen, im Großen und Ganzen haben die Rechten zum Mainstream zu dieser aktuellen Außenpolitik schon eine kritischere Position als diese ganzen, ich sag mal so, als diese ganze neue Linke. Ich meine, es gibt ja noch Leute wie Sarah Wagenknecht, die meiner Meinung nach sehr wohl wissen, was gespielt wird. Ich glaube, das hat sehr stark mit dem Siegeszug des Neoliberalismus zu tun. Dieser progressive Neoliberalismus ist die Variante, die sich ja gegenüber diesem neokonservativen Neoliberalismus durchgesetzt hat, durch Regierungen wie Schröder, wie Blair, wie Clinton in den USA. Und ja, dieser progressive Neoliberalismus verbindet vermeintlich progressive gesellschaftspolitische Forderungen, mehr Frauen in Führungspositionen, Gleichberechtigung, dann Liberalisierung auf allen Bereichen, also nehmen wir mal vernünftige Forderungen wie Legalisierung von Homosexualität, nehmen wir vielleicht bescheuerte Forderungen wie du kannst jeden Tag dein Geschlecht wechseln. Also all das fällt dann darunter und der ist gesellschaftlich sehr breit akzeptiert, da auch einige, ich sag mal so, augenscheinlich linke Prämissen, aber vor allem liberale Prämissen hat, die große Teile der Bevölkerung teilen. Und
Dieser progressive Neoliberalismus hat diesen Siegeszug des Wokismus, den wir heute sehen, erst ermöglicht und er hat, sag ich mal so, den, ja, große Teile der, beziehungsweise die alte Linke, wir haben Tod der alten marxistischen und der sozialdemokratischen Linken nach und nach gesehen. Leute wie Oskar Lafontaine sind ausgestorben und dann sind solche austauschbaren Gestalten wie Gerhard Schröder, Kevin Kühnert, Olaf Scholz nachgekommen, die im Mainstream mitgeschwommen sind. Und ja, diese neue Linke, die ist zufrieden damit, wenn irgendwelche identitären Opfergruppen, die moralisch auf irgendein Podest gehoben werden, wenn die irgendwo ein bisschen besser gestellt werden und im Gegenzug kaufen sie alles, was die Mainstream-Medien ihnen servieren. Also ich glaube, das hängt, wie gesagt, sehr stark mit dem Siegeszug des Neoliberalismus zusammen, dass die Linke neoliberalisiert wurde. Also nicht in der Gestalt, dass sie jetzt so eine Politik machen würde wie Reagan und Thatcher, sondern dass sie eine neoliberale Wirtschaftspolitik hier in Europa, eine transatlantische Außenpolitik kombiniert mit einer ja vorgeblich progressiven Gesellschaftspolitik, die mittlerweile ja auch nichts, also die mittlerweile wirklich ins vollkommen Absurde abdriftet mit solchen abstrusen Experimenten mit der Gendersprache und die deswegen glaubt, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Der so ein starkes moralistisches, gnostizistisches Element bekommen hat, den Linken quasi damit, ja, diesen Tod des, also die alte marxistische Linke, alte sozialdemokratische Linke, die nicht mehr diese große Erzählung hatten, diese Erzählung, dass, ja, entweder das System überwunden oder nach und nach verbessert werden kann und die ersetzt haben durch wir sind die Guten und wir bekämpfen jetzt die Bösen. Also diese Ideologie ist ja stark auch gegen etwas gerichtet. Gegen den Faschismus, gegen die Feinde der Freiheit, wie jetzt Russland, gegen die Autokratien dieser Welt, gegen, also sogar gegen die Mehrheitsgesellschaft. Es war ja immer Konsens unter den Linken, dass man sich für die Interessen der Mehrheit einsetzt. Jetzt ist die heteronormativ weiße Mehrheitsgesellschaft ein Verbündet geworden. Also es ist völlig, völlig absurd. Das ist jetzt alles etwas durcheinander. Das sind jetzt so die Gedankengänge, die ich akut dazu hatte. Und das sind auch schon Dinge, die von westlichen Eliten seit Jahrzehnten gepusht wurden. Also das ist schon in den 50er Jahren von den USA tatsächlich finanziell gefördert worden über den Kongress für kulturelle Freiheit, dass sich die Linke weg von der Wirtschaftsfrage hin zu ja, anderen gesellschaftspolitischen Fragen, damals Feminismus und Umweltpolitik und später dann auch anderen Sachen bewegt. Also das ist von den USA damals gezielt gefördert worden. Damals hatte das noch nicht so den durchschlagenden Erfolg. Aber ich glaube, das, was wir heute sehen, sind Langzeitfolgen auch von solchen Programmen. Also dazu hat Hauke Ritz mal einen ganz, ganz interessanten Aufsatz geschrieben, der Kalte Krieg und die künstliche Kultur oder wie das Endspiel Europa begann. Den kann ich an der Stelle nochmal empfehlen. Also das ist vielleicht die etwas ja, verworrene und etwas ja, ausführlichere Antwort auf diese Frage, aber ich finde das eine sehr interessante Fragestellung und die muss man auch stellen und deswegen glaube ich auch, dass diese neue Linke, diese ja, Lifestyle-Linke kannst du das nennen, du kannst es Wokisten nennen, du kannst es Linksliberale, Progressive, Neoliberale, wie du es auch immer nennst, diese Leute, denen ist nicht mehr zu helfen, die stehen auf Seiten des Mainstreams und die sind als ein geschlossen, uns feindlich gegenüberstehender Block zu betrachten, weil sie uns auch so behandeln. Jede Forderung für Frieden ist gleich Putin-Trollen. Oder im Fall von Israel ist jede Forderung nach Frieden gleich Antisemitismus. Es ist völlig absurd. Also mit diesen Leuten kann man nicht vernünftig reden. Sie sehen uns als Feinde. Und entsprechend sehe ich da auch keine Möglichkeit von Bündnissen oder so. Die gehören geschlossen zum Mainstream-Block. Und wie gesagt, die Rechten, die sind aus anderen Gründen unsere politischen Gegner. Aber da sollte man sich nicht vormachen, dass mit diesen Leuten irgendwie ein Staat zu machen wäre. Angst ist auch ein Instrument. Also Angst, ich glaube, wir alle kennen ja Angst. Ich habe zum Beispiel, ich habe vor nahezu nichts Angst, aber ich habe große Angst davor, dass meinen Kindern irgendwas passiert. Das ist auch irrational, da bin ich auch irrational. Da kann ich nicht sagen, ja, wieso, die sind doch aber schon so und so alt. Was soll denn passieren? Ich habe noch nicht mal die Chuzpe, die ich selbst hatte, als ich in dem Alter war. Und meine Oma sich gesorgt hat um mich oder meine Mutter. Das ist, was davor habe ich. Sorry, dass ich jetzt Jan-Josef Liefers wieder unterbreche. Also ich weiß, in den Kommentaren werden sich viele wieder aufregen. Aber ich wurde gerade gefragt, wie können wir das ändern? Ja, an die Macht und den tiefen Staat zerschlagen, die ganzen Organisationen, die das pushen, zerschlagen, die ganzen transatlantischen Thinktanks zerschlagen, die Vermögensverteilung wieder ins Lot bringen und die materiellen Grundlagen für diese neoliberale Wirtschaftspolitik beseitigen. Kurzum, eine komplett andere Politik. Ich will das jetzt nicht einzeln ausführen, aber wie gesagt, solche Institutionen wie den ÖRR und den Verfassungsschutz schnellstmöglich zerschlagen und beispielsweise beim ÖRR, da könnte man langfristig was anderes aufbauen. Aber erstmal alles zerschlagen, was Stütze dieser Politik ist. Und dann eine andere Politik machen und inwieweit man da neue Institutionen schafft, wird man sehen.
Aber erstmal die alten Institutionen zerschlagen, damit die Grundlage dieser Politik, die materielle Grundlage dafür, damit die zerstört wird. Habe ich eine irrationale Angst zum Beispiel, dass da irgendjemandem was passiert, dem nichts passieren soll. Dass Freunde von mir gehen oder ich, weißt du, so Verlustangst. Sowas kenne ich, aber nicht diese politische. Und dass man Dinge politisiert, die mit Politik gar nichts zu tun haben, finde ich auch ein irres Werkzeug, was da plötzlich in die Hand genommen wird. Jetzt komme ich auch noch mal kurz auf die Pandemie. Es ging ganz früh los, da ging es noch darum, Masken ja, Masken nein. Da kam in den Nachrichten, der Söder fordert, keine Ahnung, Masken antackern oder sowas. Irgendwie. Also er hatte ganz besonders harte Vorschläge da gemacht. Und der nächste Satz war, läuft sich da ein Kanzlerkandidat warm, erhebt da jemand Anspruch? Wo ich denke, was hat denn bitte das eine mit dem anderen zu tun? Also politisch sich zu profilieren, indem man über ein gesundheitliches Problem das für sich benutzt, ist völlig gaga. Und ich habe es nicht verstanden, wie auch bis heute werden Dinge, die gar nichts mit Politik zu tun haben. Das ist nicht gaga, das ist leider nur, also ihr merkt schon, in was für einem ja alt bundesrepublikanischen Mindset Liefers hier denkt. Das wäre schön, wenn es in der Politik nur um die Lösungen gehen würde, aber so ist es ja leider nicht. Also in der Geschichte, da haben große Feldherren, die militärische Erfolge hatten, ja immer relativ schnell Anspruch auf die Herrschaft erhoben und wurden deswegen auch, selbst wenn sie militärische Erfolge hatten, dann gesetzt und hingerichtet, damit sie eben den eigentlichen Herrscher nicht gefährlich werden konnten. Das ist ja geschichtlich schon sehr, sehr häufig vorgekommen. Und entsprechend, ja, wir haben jetzt keine Kriege, wo sich irgendwer profilieren könnte. Also sucht man sich dann solche, ja, Krisen oder gemachten Krisen. Beispielsweise sowas wie die Corona-Politik, da profiliert man sich dann als Ministerpräsident, dass man als besonders harter Hund auftritt und entsprechend von den Medien, die damals noch eine harte Politik wollten, gefeiert wird. Das ist tatsächlich gar nichts Neues, dass man sich durch ein besonders hartes Vorgehen, durch besondere Erfolge in Anführungszeichen, wenn man jetzt eine besonders harte Corona-Politik in dem damaligen medialen Klima, wurde einem halt als Erfolg ausgelegt. Ja, dadurch kann man dann auch politisches Kapital akquirieren. Künstlich politisiert, damit man endlich sagen kann, rechts, rechts, rechts außen, noch rechter, links, links, links und gut, böse, böse, böse. Damit wir mit diesen Kategorien arbeiten können, müssen wir ja die Sache so vereinfachen, sonst geht das ja gar nicht. Sonst müssten wir ja sagen, oh, du hast in dieser einen Sache ja was gesagt, da stimme ich dir nicht zu, aber die beiden anderen Sachen waren interessant. Das geht, diese Art von Differenziertheit gibt es ja kaum noch. Also ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich frei von Ängsten bin. Also ich glaube, niemand ist das. Und natürlich, also man hat Angst, dass man auch mal krank wird. Man hat Angst, dass einem was passiert. Also das sind ja ganz normale Ängste. Also so wie du jetzt geschildert hast bei deinen Kindern, ich glaube schon, dass man selber auch, ich habe mal eine Torte im Gesicht gehabt. In dem Moment hatte ich Angst, weil ich wusste nicht, was passiert. Also das sind ja Dinge, kann man albern finden, aber klar ist das dann rückwirkend, sind manche Ängste vielleicht auch übertrieben, überzogen. Das ist menschlich. Was mich stört, ist, wenn Angst politisch eingesetzt wird als Instrument. Und dass Menschen Angst haben oder auch wenn Menschen heutzutage, viele Menschen haben Angst davor, wovon sie im Alter leben können, weil die Renten so schlecht sind. Das ist ja keine Angst, die man jetzt irgendwie ächten darf, sondern das ist ja eine völlig berechtigte Angst, weil es werden ja immer mehr Menschen im Alter auch arm. Sie sind in einer demütigen Situation, sie müssen ihren Kindern auf der Tasche liegen. Das ist etwas, was niemand will. Also natürlich sind das auch Ängste oder überhaupt, wenn eine Gesellschaft sehr auseinandergeht. Also auf der einen Seite sehr viel Reichtum, auf der anderen Seite doch viele Menschen, die auch einfach, die haben zwar vielleicht einen Job, also klar, jetzt ist aktuell nicht das Problem einer Massenarbeitslosigkeit, das haben wir nicht, aber es gibt viele Jobs, von denen kann ich meine Miete und meine Rechnung nicht bezahlen. Also Menschen, die ein bisschen besser bezahlten Job haben, schon auch Angst, dass sie ihn verlieren. Und die in einem schlechten sind, die haben Angst, wie sie das Leben bewältigen, wie sie ihre Familie durchbringen, wie sie mit ihren Kindern was bieten. Also solche Ängste sind ja etwas ganz Normales und vor allem in einer Gesellschaft, wo es Gründe dafür gibt. Und ich glaube schon, dass auch ein offener Diskurs leichter möglich ist, wenn eine Gesellschaft eine gewisse Stabilität hat. Also wenn Menschen aus einem Gefühl der Sicherheit heraus zumindest solche existenziellen Ängste nicht haben,
fühlen Sie sich auch freier zu diskutieren, fühlen Sie sich auch freier, Ihre Meinung zu sagen. Das hängt schon auch miteinander zusammen. Ich meine, es ist ja auch schrecklich, dass wir eigentlich drei Parteien haben, die sich untereinander nicht verstehen. Und dann sollen die nach außen auch noch Führung vermitteln, sollen auch noch Sicherheit vermitteln, sollen den Menschen noch zeigen, wo eine Vision besteht. Sie haben ja keine. Also ja. Das Schlimme ist, dass das Gefühl der Menschen ja doch, glaube ich, ist, das, was politisch, also wir haben eine Welt von Krisen. Wir haben auch eine Welt, in der viele Kriege eskalieren. Das ist ja nicht nur in der Ukraine, es ist im Gazastreifen. Es gibt überhaupt insgesamt auf dieser Welt immer mehr militärische Konflikte. Es gibt wirtschaftliche Veränderungen. Also so diese Idee, Globalisierung, alle machen miteinander Handel und wir haben viele Exporte. Das ist ja alles so nicht mehr da. Das heißt, es gibt reale Probleme, die jetzt auch nicht nur alle im Kanzleramt ihren Ursprung haben. Das wäre ja auch viel zu einfach. Aber ich glaube, es wäre wichtig, eine Regierung zu haben, bei der, die das Gefühl vermittelt und auch vermitteln kann, die einen Plan hat. Also die einen Plan hat, wie sie mit diesem Problem umgeht und die mit den Menschen auch offen darüber diskutiert, da wo es vielleicht noch offene Fragen gibt, wie kann man das machen, wie kann man weitergehen, wie kann man sinnvoll auch öffentliche Mittel einsetzen. Klar kann niemand Geld drucken, aber die Frage ist ja, wird Steuergeld zum Beispiel für vernünftige Dinge ausgegeben oder haben die Menschen das Gefühl, es wird das... Das stimmt jetzt nicht. Das stimmt jetzt nicht. Also Geld kann, die EZB kann beliebig viel Geld drucken. Das daran im aktuellen System der Geldschöpfung, ich gehe da jetzt nicht auf den Technik genau ein, aber dass dort Großbanken mitverdienen, das ist so gewollt politisch, aber das könnte man ändern. Die Zentralbank könnte auch direkt Geld schaffen und es dem Staat zur Verfügung stellen, wenn das politisch gewollt wäre. Und dann könnte man dieses Geld ausgeben, ohne dass da irgendwer privat dran mitverdient. Also Geld wird in unserem System aus dem Nichts geschaffen und es gibt keine technische Begrenzung, die ja die Schaffung von genug Geld für alle Ausgaben, die der Staat tätigen will, verhindern würde. Das sind politische Begrenzungen, die gesetzt werden, keine technischen. Das, was sie hart arbeiten, wirklich zum Fenster rausgeschmissen für völlig aberwitzige Dinge, wo irgendeine starke Lobby sitzt, die sich dann die Taschen füllt. Also das ist, glaube ich, das Problem. Niemand traut dieser Ampel zu, dass sie einen Plan hat. Sie hat ja auch keinen. Sie hat noch nicht mal drei verschiedene Pläne, sondern es sind drei verschiedene Parteien, die alle drei keinen Plan haben, aber sich dabei auch noch uneinig sind. Nehmen wir an, die BSW geht in eine Regierung mit dir oder mit wem auch immer und muss die CDU stützen gegen die Ampel. Machen wir einfach mal so ein kleines Gedankenspiel. Ein Gedankenexperiment vielleicht sogar. Was glaubst du, würde anders laufen? Oder ist Politik nicht per se im Grunde genommen auch ein Machtinstrument zur Erzeugung von Ängsten, um Menschen niedrig zu halten, mit denen man eh nicht gut klarkommt? Und lässt die anderen sozusagen dafür wirtschaften und machen und tun? Also wir kennen ja zum Beispiel Herrn Grupp, den kennst du von der Trigema-Chef, der ist sich seiner Verantwortung schon bewusst. Herr Wirth schreibt an seine Mitarbeiter einen Brief, wählt bitte nicht AfD. Also es gibt ja schon Menschen, die das Ding in die Hand nehmen und sagen, so, ich lasse mir jetzt nicht von oben diktieren, wie ich zu denken habe. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm, allerdings ist es nicht die Mehrheit. Ja, wir haben eben... Ja, wählt bitte nicht AfD und überlegt euch, ob er dann noch zu den Werten unseres Unternehmens passt. Also letzteres hat ja der Bertelsmann-Chef gesagt. Also das ist ja schon ziemlich autoritär, wenn ein Unternehmen die Verfügungsgewalt über seine Angestellten hat, denen sagt, so, wählt mal bitte diese oder diese Partei nicht, die demokratisch wählbar ist. Also das ist ja gerade eine Einschränkung der Freiheit. Das ist ja gerade diese Cancel Culture, die wir hier gerade immer mehr erleben. Auch keine Gesellschaft, wo dieser alte klassische Anspruch irgendwie eingelöst wird. Also wer sich anstrengt, wer irgendwie arbeitet, fleißig ist, dem geht es einigermaßen gut. Und wer andere betrügt oder irgendwie, dem geht es nicht so gut, sondern wir haben es ja eher umgekehrt. Also aber dieses Schema, der Ehrliche ist oft der Dumme, ist ja eins, was leider in unserer Gesellschaft tatsächlich sich auch durchzieht. Und dann bis in die Politik, aber auch in vielen Bereichen der Wirtschaft. Also ist ja auch so, dass dann eben nicht der ehrliche Kaufmann unbedingt oder vor allem nicht, wenn dann kleines Unternehmen nur hat, der Gewinner ist, sondern dann große Finanzkonzerne, große Digitalunternehmen, die auch enorme Macht haben, die dann wiederum auch Politik beeinflussen. Und ja, was würde sich ändern? Ich glaube erstmal schon der Ansatz, dass man ehrlich Politik für die einfachen Menschen machen will, also für die, denen es nicht so gut geht, dass die auch mal wieder eine Stimme haben, dass nicht diejenigen, die die Lobbyisten im Bundestag bezahlen können, die Politik gestalten, sondern man sich ernsthaft um die kümmert, die einen am Ende auch gewählt haben. Da sind ja große Spielräume. Und ich meine, außenpolitisch würde es sich ändern. Ich meine, mit der CDU sehe ich das als kaum möglich an, also eher noch mit der SPD vielleicht, aber es würde sich natürlich schon ändern, dass man
irgendwie versucht, Deutschland wieder so auf eine Vermittlerrolle zu orientieren. Also früher war deutsche Außen... sozusagen. Ja, das war ja auch eine sinnvolle Außenpolitik. Also nicht jetzt irgendwie Großdeutschland, Großkotz, aber auch nicht irgendwie unterwürfig, wir machen, was die Amerikaner sagen, sondern wirklich eine Außenpolitik. Wir versuchen zu vermitteln in Konflikten. Wir versuchen einen Weg zu erreichen, auch Konflikte zu entschärfen. Und wir versuchen auch Brücken zu bauen durch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist ja kein falsches Konzept. Also ich bin fest überzeugt, ohne die Entspannungspolitik von Willy Brandt hätte es wahrscheinlich keine Wiedervereinigung gegeben. Also weil das hat ja so auch ein bisschen, ich meine, der damalige Ostblock war ja jetzt auch nicht ein System, das man irgendwie sympathisch finden konnte. Trotzdem haben sie damals gesagt, wir machen Wandel durch Annäherung. Wir versuchen durch wirtschaftliche Kontakte hier auch im Osten eine Veränderung herbeizuführen und dadurch eben in einer Welt der Atomwaffen auf jeden Fall einen Krieg zu vermeiden. Das war doch ganz sinnvoll. Und heutzutage geht man wieder, sagt man wieder, also sowas, das geht alles gar nicht. Dann ist man schon, also erkennt man irgendwelche Regime an, wenn man dort versucht, so Gespräche zu führen. Liebe Menschen, ja. Eine letzte Frage, noch ein Gedankenexperiment. Deutschland in 10 Jahren, was würdet ihr sagen? Also wir haben viel Klugheit in Deutschland und ich vermisse die Weisheit und in 10 Jahren haben wir die wieder. Wow, cool. Ich hoffe es. Also ich glaube, wir stehen an so einer Weggabelung. Also ich glaube, es gibt eine Abbiegung, die ist sehr düster. Also da würde Deutschland wirtschaftlich richtig verlieren und wahrscheinlich politisch dann auch seine Freiheit in einer Weise einschränken, dass man das Land. Ja, und bevor wir zum positiven Szenario kommen, kann ich hier an der Stelle, glaube ich, ergänzen, die nächsten Jahre wird Deutschland auf diesem Weg erstmal weiter voranschreiten. 2025 werden wir sehr wahrscheinlich in CDU-Kanzler Friedrich Merz sehen und der wird dann mit SPD und oder Grünen regieren. Also wir werden da vielleicht eine schwarz-rot-grüne Regierung sehen. Das ist das wahrscheinlichste Szenario aktuell. Und solange die Leute weiterhin zu 30% sagen, sie würden CDU wählen und das dann bei der Bundestagswahl ankreuzen, solange müssen wir uns leider darauf einstellen. Also bis 2029 ist eine grundlegende Veränderung in diesem Land aufgrund dessen, was die Wähler dann in der Wahlurne ankreuzen, so gut wie ausgeschlossen. Nicht wieder erkennt. Also da kann sich ruhig jeder, der hier gerade zuschaut und meint, die Altparteien wählen zu wollen, also CDU, Grüne, FDP, SPD, die Parteien, die unser Land in diese Situation gebracht haben, also Abwanderung der Industrie, Einbruch der Realeinkommen, immer weiter eskalierende außenpolitische Situation, immer größere Kriegsgefahr. Da sollten sich all die Länder, all diese Wähler mal an ihre Nase fassen und sich dann bei der nächsten Bundestagswahl überlegen, ja, sollte ich diesen Parteien vielleicht nochmal meine Stimme geben? Ich weiß, diese Wähler werden hier eher nicht zuschauen. Ihr werdet wahrscheinlich alle sowas nicht wählen, wenn ihr euch solche Videos hier anseht. Aber ja, das Problem sind halt die Wahlergebnisse. In anderen europäischen Ländern, da wählen die Wähler vernünftiger und da wird auch nicht so eine katastrophale Politik gemacht. Also da werden dann maximal Attentate auf die gewählten Politiker verübt, wie wir das gerade in der Slowakei gesehen haben. Aber andere Geschichte, brauche ich jetzt nicht tiefergehend drauf eingehen. Und ich hoffe, dass wir diese Abbiegung nicht nehmen, sondern die andere, die dann zu dem führt, dass die Weisheit wieder regiert. Eine Sache, die uns dabei helfen kann, ist, Kunst eine Bedeutung wiederzugeben in der Gesellschaft, die mehr ist als nur ein Investment in irgendeinen Maler, der gerade viel Geld bringt am Kunstmarkt und mehr als ein Abo am Donnerstagnachmittag, sondern die einem wieder was bedeutet. Früher gab es diese Bergleute und wenn die Minenarbeiter, wenn die unter Tage gingen, dann haben die Singvögel mitgenommen in kleinen Käfigen und wenn die aufhörten zu singen, dann wussten die, sie haben noch 10 Minuten, um rauszukommen. Hier ist Kohlenmonoxid im Anmarsch. Und auf eine gewisse Weise hat Kunst so eine Funktion. Mhm. Und die hat erstmal mit Geld und Streicheleinheiten nichts zu tun. Das muss man einfach mal erkennen. Und das war eben auch in dieser Pandemie für mich so hart zu sehen, wie leichtfertig Politik sozusagen mit Kunst umgegangen ist und gesagt hat, die gehören irgendwo zwischen Puffbesuch und Spaßbad. Das war eine große Enttäuschung, muss ich sagen, für mich. Und ich dachte, dass man das auch für immer hinter sich gelassen hätte. Aber da war es mal wieder zu spüren. Und gerade in Zeiten, wo es Leuten schlecht geht, und im Moment gibt es das ja, kann Kunst eine große Wirkung entfalten und sehr helfen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank, dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wir melden uns von der gleichen Stelle mit einer neuen Folge.
Ja, das ist sehr interessant. Schreibt mal Gäste in den Chat, die ihr gerne in der nächsten Folge sehen würdet. Ich würde gerne mal ein Gespräch zwischen Sarah Wagenknecht und Dirk Pohlmann und zwischen Wagenknecht und Thomas Röper sehen. Wohl Thomas Röper, der ist gerade in Russland, aber würde ich trotzdem gerne mal sehen. Ich meine, mit Michael Lüders hatte sie tatsächlich mal ein Gespräch. Da müsst ihr auf YouTube ein bisschen suchen, dann findet ihr die beiden auch zusammen. Sonst hätte ich jetzt Michael Lüders noch aufgezählt, aber mit dem hatte sie ja schon eins. Und Ketty übrigens auch schon. Sarah mit Gysi, das stimmt. Das wäre ja eine Debatte. Also das hier ist ja, ich meinte jetzt Gäste, die ihr jetzt nicht komplett ein Duell. Also da gibt es noch einige sehr viel interessantere Leute, mit denen sie, also Gysi wäre sicherlich einer der interessantesten. Sarah und Erwin. Sarah und Politopia, das wäre sicherlich auch ja. Wo wir schon dabei sind. Sarah Wagenknecht im 100% Real Talk Podcast. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Also bei Streitgesprächen, da würde ich mir einige wünschen. Ja, Sarah, gegen diese ganze AfD-Spitzenbrigade da, gegen Krah, gegen Höcke, gegen Weidel, das würde ich alles gerne mal sehen. Das würde ich alles sehr, sehr gerne mal sehen, Sarah Wagenknecht, gegen diese Leute. Ich glaube, aber wie gesagt, das wäre ein Streitgespräch. Ich hatte jetzt mit Thomas Röper und Dirk Pohlmann so zwei Leute, die ihr nicht, also die dem BSW nicht komplett abgeneigt sind, sondern mit dem so ein interessantes, ergebnisoffenes Gespräch möglich wäre und nicht so eine Art Kampf. Also ich finde beides interessant. Also beides kann unterhaltsam sein, beides kann erkenntnisbringend sein. Ja, Sarah mit Kayvan Sufisier, aber da hätte ich, ja, das würde wahrscheinlich auch zu so einem Streitgespräch werden. Ich meine, ihr kennt ja Kayvan, wenn der in Fahrt ist. Auf den haben wir auch schon häufig genug reagiert. Viele gute Vorschläge im Chat. Nicht Schweiger, nein. Nein, also das reicht, wenn der in schlechten Komödien mitspielt. Den brauche ich nicht noch in politischen Gesprächen zu sehen. Ja, das waren die Vorschläge aus dem Chat. Wie gesagt, Til Schweiger überzeugt mich jetzt nicht so. Aber in diesem Sinne nochmal zum Abschluss ein Hinweis in eigener Sache. Tut mir leid, das wird jetzt in jedem Video kommen. Wenn die Leute nicht drauf hören, dann muss man es ihnen eben häufiger sagen. Folgt mir bitte auf Odyssee, folgt mir bitte auf Rumble. Auf Rumble heiße ich Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Auf Odyssee habe ich zwei Kanäle, Agitator der sozialen Marktwirtschaft und die sekundäre Agitation. Die Links dafür findet ihr in der Beschreibung. Bitte klickt da drauf, bitte lasst ein Abo da. Ihr müsst da ja keine Videos schauen. Nur wenn ich auf YouTube irgendwann gelöscht werden sollte, dann findet ihr mich auf jeden Fall auf diesen Plattformen. Wenn ich auf YouTube gelöscht werden sollte, dann ist es nicht vorbei. Dann geht es da weiter. Und damit wir vorbereitet sind, dann abonniert mich bitte gleich da, damit ihr das auch nicht verpasst, dass ihr euch nicht eines Tages fragt, der Kanal ist weg, huch, was mache ich denn jetzt? Sondern damit ihr gleich sehen könnt, okay, da gibt's Videos, da schaue ich vorbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.